In Regensburg waren die Dichtungen auf dem Bau einer großen Moschee. Wir haben es zwar heute schon mehrmals thematisiert, müssen aber trotzdem gerne noch mal ansprechen. Wer oder was ist die DITIB? Die DITIB, also die türkisch-islamische Union der Anstalt der Religion, koordiniert als angetragener Verein und bundesweit der Dachverband mit Sitz in Köln die religiösen, sozialen der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Deutschland. Dieser Verein wird kontrolliert und geleitet durch das staatliche Präsidium für religiöse Angelegenheiten in der Türkei. Dieses Präsidium ist wiederum Teil des türkischen Ministerpräsidentenamtes. Die Imame werden an staatlichen Hochschulen in der Türkei ausgebildet und nach Deutschland geschickt. Sie sind also de facto Beamte des türkischen Staates und werden auch von ihnen bezahlt. Es ist also völlig egal, ob in Deutschland dort Steuergelder ausgegeben werden, um an den Universitäten Imame auszubilden. Die DITIB hält an dem aus der Türkei gesandten Imamen fest. Was heißt das für ein Zusammenleben in Deutschland? Für die Moschee der DITIB, wie auch für alle anderen, gibt es keine Religion. Muslime sind aus islamischer Sicht Teil einer religiös gesteuerten Gesellschaftsordnung mit eigenem Rechtssystem, genannt Scharia. So ist es nicht verwunderlich, wenn 2016 laut einer Emmet-Umfrage 32% der befragten Türkischstämmigen in Deutschland der Aussage, ich zitiere, Muslime sollen die Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung Zustimmen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das muss man sich einfach auf die Zunge zergehen lassen. Ein Drittel der Türkischstämmigen in Deutschland wollen Verhältnisse wie zu Mohammeds Zeiten. Eine weitere Erkenntnis dieser Umfrage ist, 47% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass, Zitat, die Befolgung der Gebote meiner Religion wichtiger ist, Staates, in dem ich lebe. Zitat Ende. Machen wir uns nicht vor, die DITIB ist Teil des türkischen Machtapparats, auch wenn sie bei uns als eingetragener Verein agiert. Sie steht ganz klar unter der Fuchtel des türkischen Präsidenten Erdogan. Dieses Gesellschaftsmodell ist nicht unser Modell. Wir stehen klar für die Trennung von Staat und Religion und akzeptieren ohne Wenn und Aber unser Grundgesetz als einzig legitime Ordnung. Religion ist Privatsache und das muss für alle gelten.